Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe unserer Wochen-News. Wir wünschen euch viel Spaß. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ihr nach den Pfingstferien zu Teilen wieder in die Schule kommt. Wir wissen aber natürlich, dass es auch eine sehr komische Zeit wird, wenn ihr hier wieder in die Schule kommt. Ihr müsst euch die Hände desinfizieren, solltet Masken tragen und darum haben wir auch nochmal einen kleinen Appell an euch. Bitte tragt eine Mund-Nasen-Maske. Dies ist sehr wichtig, dass das Coronavirus nicht in unsere Schule sich weiter verbreitet, falls es jemand von euch Schülerinnen und Schüler hat. Zudem bitte haltet auch die 1,5 Meter Abstand, dass das Coronavirus noch eine schwerere Barrikade hat, um weiter sich zu verbreiten. Zudem, was auch schon vor den Osterferien gegolten hat, Hände waschen. Im Eingangsbereich zu eurer Klasse wird immer ein Desinfektionsmittelspender stehen, wo euch bitte mindestens 30 Sekunden die Hände desinfiziert. So, jetzt möchten wir euch gerne was über den Schulsanitätsdienst erzählen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen und was, wenn ihr euch verletzt. Als erstes müsst ihr natürlich zu eurem Lehrer gehen, falls ihr euch verletzt habt. Jetzt fragt euch bestimmt, was passiert, wenn ihr euch verletzt. Als erstes geht ihr natürlich zu eurem Lehrer und sagt, dass ihr irgendwie am Knie Schmerzen habt und so. Jede Klasse sollte eigentlich ein Erste-Hilfe-Set haben und dann guckt ihr mit eurem Lehrer, ob ihr da was, ein Pflaster kleben könnt. Zudem haben alle Lehrer die Handynummer von uns und können uns erreichen, die ganze Zeit, wenn Schule ist. Zudem kommt einfach bitte nicht in die Klassen, zum Beispiel in die 9C oder in die 9B. Am Anfang von der Stunde könnt ihr natürlich auch ins Sekretariat kommen, die haben nämlich auch unsere Nummer. Danke fürs Anschauen von dem Video, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da. Tschüss!